Wir sprechen heute über eine Marke, eine Drogeriemarke, ne, eigentlich eine Drogeriereihe, weil ja nicht alles aus der Marke schlecht ist, aber sehr viel ist halt auch nicht gut, ne? Wir reden über Balea Expert und das mit diese Reihe. Die Reihe hat gut gestartet, muss man an der Stelle schon auch sagen. Aber inzwischen fehlt mir da wirklich ganz, ganz krass Innovation. Und Produkte, die halt einfach besser performen. Was ich bei Drogeriemarken echt nicht verstehe, die versuchen so ein bisschen zu konkurrieren, gerade Rossmann mit der Isana-Geschichte und Balea DM. Warum? Warum baut man auf Skincare-Produkte Hypes auf? Ich verstehe das nicht. Die Sachen müssen doch funktionieren. Und vor allem, vielleicht hört ja der ein oder andere zu, guckt man zu The Ordinary. Also nicht so als Marke, weil das unterstütze ich auch nicht, aber die haben ja einzelne Wirkstoffe. Gerade so Skincare-Leute wie ich tragen halt ganz gerne die Wirkstoffe einzeln auf. Und ja, natürlich ist es auch innovativ, Produkte rauszubringen, so Kombiprodukte, aber nicht nur. Und nicht Produkte, die nur auf Feuchtigkeit basieren. Wir fangen mal mit den Balea Expert-Produkten an, die ich ganz gut finde. Der Toner, der blaue, konnte ich echt gut damit klar. Hätte ich nicht gedacht, werde ich auch nachkaufen. Sie, nee, nicht das Sie Glow, das ist ja von Gegen Gorgeous. Dieser gelbe Toner muss man nicht haben, muss ich wirklich sagen. Dann das BHA. Ist auf dem Gesicht nicht zu ertragen, besonders wenn du fettige Haut hast. Das ist so glitschig. Da ist ein Inhaltsstoff dafür zuständig, der dieses glitschige macht. Formulierung ist eine Katastrophe. Aber trag das mal auf den Kopf auf. Also gerade so als Kopfhautmaske. Ich habe gerade im Moment, ich versuche gerade mal wieder, meinen Pony wachsen zu lassen. Mal gucken, ob es mir gelingt. Ich werde es auf jeden Fall mal wieder testen. Und ihr werdet es auf jeden Fall mitkriegen. Aber ja, wenn du so Kopfhautprobleme hast, probier's mal mit BHA. Und dann wirst du natürlich nicht das teuerste nehmen, sondern nimmst du das. Und das hat auch seine Daseinsberechtigung. Und meine Haare sind ungnädig. Wenn du irgendwelche Sachen reinmachst und die nicht mehr richtig rausgehen, kannst du definitiv mal ausprobieren. Du musst ja nicht übermäßig viel BHA auf die Kopfhaut auftragen und das natürlich auch nicht zu oft machen. Für mich funktioniert es, auf dem Gesicht funktioniert es nicht. Waschgel ist ganz gut, habe ich jetzt auch schon einige Male empfohlen. Aber auch für empfindliche Haut heißt es halt einfach aufgepasst. Das sind halt Säuren drin, auch wenn man die sich gleich wieder runterspült. Ist es ist nicht ganz so heftig wie das von No. Deswegen empfehle ich das, weil es ganz oft heißt, ja, aber ich würde schon gern mit Säuren und so. Empfehle ich ganz gerne deswegen. Also, wir haben den Toner, den blauen, wir haben das. Das Calming Serum hat aber auch so seine Daseinsberechtigung so ein bisschen verloren, weil jetzt jeder und seine Mutter irgendwas mit Ceramiden macht. Ist halt schade, ne? Muss man an der Stelle auch sagen. Aber es war eins der besten und der ersten Ceramidserien in der Drogerie, was man halt so auch sagen muss mal, ne? Es gab eine ganze Zeit lang, gab es das nicht. Ich weiß, glaube ich, haben mit einem Rohstoff Probleme gehabt oder so. Und dann gibt es jede Menge Naja-Produkte und Produkte, wo du dich, ich juck die Nase heute, sorry. Und jede Menge Produkte, wo du dich halt fragst, so, wer hat das rausgegeben? Ich finde so, das beste Beispiel ist dieser Balm, der nicht richtig funktioniert. Es gibt tatsächlich Leute, die kommen damit klar, aber ich kann mir halt vorstellen, die haben noch nie einen richtig guten Balm gehabt. Ich bin verdorben von dem von Bayer und Söhne, muss ich wirklich sagen, da kommt halt keine Formulierung hin. Aber die Formulierung, die ist ja schon einzigartig schlecht. Wie eine Knete. Und dann habe ich auch Bilder gesehen von Leuten, die versucht haben, ihre Schminke damit wegzumachen, weil eigentlich sollte das ja mit Öl gehen. Mit dem Produkt geht es nicht. Und das ist halt schon schräg, muss man an der Stelle sagen. Also kein gutes Produkt. Ich habe es noch getestet, habe mich aber durch das Produkt ja auch schon durchgezwängt. Jetzt bei dem neuen Toner, bei dem Ceramidtoner, denke ich mir halt, ja, schön, aber muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Weil ich weiß von dem blauen, der funktioniert bei mir, ich weiß von dem gelben, der funktioniert jetzt nicht so. Und ich muss halt lustigerweise sagen, wenn man sich die Kommentare unter dem gelben Toner anguckt,
Es ist halt schon so, juckt die Nase, halt gibt es, glaube ich, Geld, wenn die Nase juckt, oder? Keine Ahnung. Wenn man sich die Kommentare unter dem Gerdentoner anguckt, es ist schon sehr wirkstoffmarketingmäßig darauf abgezielt, Vitamin C macht einen guten Glow, aber nicht das, was da in dem Toner drin ist. Da kann ich wirklich das Gegen Gorgeous Sea Glow empfehlen. Wer das wirklich mal ausprobieren möchte, muss halt einfach auch gucken, nicht zu reizend im Gesicht sein, ne? Also nicht ein paar Actives aufeinander testen und dann merken, oh, meine Hautbarriere wird ein bisschen zerstört. Passt da bitte, bitte, bitte auf, ne, mit solchen Sachen. Aber nehmt lieber ein besseres Produkt als sowas. Denn da fällt man wirklich auf das Wirkstoffmarketing rein. Ja, sie machen Werbung mit dem Stoff, weil man das halt damit assoziiert. Aber der Inhaltsstoff, der da drin ist, der macht keinen Glow. Definitiv nicht. BHA macht einen besseren Glow, ne? Also mal davon abgesehen. Das ist immer im Rahmen von diesen Hypes, wenn die Produkte rauskommen, dass es diese guten Kommentare gibt und dann halt nie wieder. Und für mich ist ja Skincare eine Art Innovation, auch die ich mir gerne vielleicht auch mal wieder kaufen würde. Und das vermisse ich, weil ich mir halt bei den Produkten, gerade aus der Expertreihe, ganz oft denke, hat das sich jemand näher angeguckt? Hat da jemand geschaut, ob das funktioniert? Auch Balea Ultrasensitive-Reihe, dieses Öl, was nicht runtergeht. Why? Ich frage mich da wirklich, why? Wer sagt, das ist gut, das funktioniert, das geben wir raus? Das ist doch schade, ist doch scheiße auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, vielleicht ist dieser Toner, den sie jetzt rausgebracht haben, ganz gut für Leute, die halt nicht zig Serien auftragen müssen. Wenn du aber einen Toner aufträgst, dann musst du definitiv auch eine Creme auftragen. Und das kannst du halt auch in Form von der Creme machen. Morgens ganz geschickt Toner und dann Sonnencreme. Gerade für Leute, die eine fettigere Haut haben, passt es auf jeden Fall. Und ich werde den schon testen, aber ich renne halt auch nicht mehr jedem Hype hinterher. Na, also, weil du halt auch im Moment besonders das Gefühl hast, es ist wie ein Dauerlauf und jedes Produkt, was irgendwie rauskommt, ist nur so, naja. Also nochmal diesen Blick in Richtung The Ordinary lenken, die halt einzelne Wirkstoffserien rausbringen oder auch, ja, Face Theory macht es doch auch. Aber bei uns Skincare-Leuten ist es doch ganz oft so, dass wir einzelne Wirkstoffe nur haben möchten. Und warum nicht für die Bros irgendwie auch so ein bisschen Innovation haben? Und wenn man das als Drogeriemarke beginnt, kann ich euch jetzt schon sagen, da rennen die anderen dann ganz schnell hinterher. Ne? Also ich denke mir auch ganz so, ich brauche nicht das dritte Feuchtigkeitsserum. Nee, wozu? Und von der Sorte gibt es ja ganz, ganz viele. Dieses blaue Serum aus der Expert-Reihe habe ich noch nicht mal ausprobiert. Von der Sorte hatte ich, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, 3 oder 4 Serien im Schrank stehen. Und dann testest du das halt auch nicht aus. Und das ist halt das. Ne? Also das heißt nicht, dass das schlecht ist. Das kann bei deinem Hauttyp super gut funktionieren, aber es ist jetzt auch nicht überragend. Und guckt man mal die Sonnencreme an, die auf meiner Haut und ganz vielen anderen Häutchen nicht funktioniert hat, hat man sich da überhaupt Gedanken gemacht? Auch nochmal so den Gedankenanstoß, vielleicht für unterschiedliche Hauttypen Sonnenschutz rausbringen. Nicht dieses Marketing mit irgendeinem Inhaltsstoff und die gleichen Sachen rausbringen und so. Ich erinnere an Sanozon, sondern wirklich auf die Hauttypen mal eingehen. Ich weiß, fettige Mischhaut ist es schwierig. Wenn man dann einen 50 oder 50 plus Sonnenschutz haben möchte, muss man halt so ein bisschen auch nach den Filtern gehen. Aber man kauft sich ja auch die Rezepturen ein. Na, das muss man an der Stelle auch sagen. Das beauftragt man ja auch. Und warum nicht in die Richtung das so ein bisschen lenken und vielleicht die Sachen auch einen Müh teurer machen? Wir Skincare-Leute würden es dann auch noch dennoch kaufen. Aber bei vielen Produkten denke ich mir jetzt inzwischen, warum bringt man das raus? Ist zum Beispiel auch so ein Gesichtsöl rausgekommen? Also ich würde es nicht kaufen. Ne? Also da rate ich eher zu einem Öl, was reiner ist, was nicht gemischt ist, was man sich bestellen kann. Face Theory hat das beispielsweise im Sortiment. Jetzt muss ich mal gucken, Kolibri hat, glaube ich, kein Gesichtsöl im Sortiment. Da rate ich wirklich immer zu Sortenreinheit. Wolkenseifen hat man ganz viele gehabt, das weiß, habe ich aber schon ewig nicht mehr bestellt. Das fehlt halt in der Drogerie. Wenn es so ein Gesichtsöl gibt, dann ist es immer irgendein Gemisch mit irgendwas hauptsächlich Billigem, was schade ist. Bringt ein kleineres Öl raus, macht es ein bisschen teurer. Teurer bringt vielleicht beispielsweise auch reines Squalan raus.
gibt es kein einziges Mal in der Drogerie. Also ich weiß zumindest nichts davon. Reines Qualan. Habe ich auch schon probiert. Ist jetzt nichts für meinen Hauttyp. So in dem Stil, mich mit Öl zu bearbeiten. Seit ich die Pille vor 4 Jahren abgesetzt habe, mein Hormonhaushalt, ich brauche kein Öl mehr im Gesicht. Definitiv nicht. Also diese Innovation fehlt mir halt. Es gab auch diese Nachtcreme mal, könnt ihr euch noch dran erinnern, wo kein Retinol drin ist, Retinol-Sternchen, sondern Retinylpalmitat, glaube ich, und wo es einen kleinen Aufschrei gegeben hat. Aber auch das gleiche bei dem Azelen-Serum ist gut. Ist ein super Feuchtigkeitsserum. Ne? Das empfehle ich echt auch, wenn man mich fragt und ich eine Routine zusammenbauen soll, ist das eben ein gutes Feuchtigkeitsserum. Und da würde ich am ehesten hintendieren, wenn man ein Feuchtigkeitsserum verwenden möchte, wenn das Budget zum Beispiel ein bisschen kleiner ist. Aber von der Sorte haben wir halt so viele. Und warum hat man Azelen-Derivate reingepackt? Bloß, dass man auch so ein bisschen damit wärmen kann. Ja, es hat hautberuhigende Eigenschaften. Aber wie viele Inhaltsstoffe haben wir hautberuhigende Eigenschaften? Panthenol, Niacinamid. Braucht man da noch ein Acelain-Derivat? Das finde ich halt immer schade. Man nutzt das halt dann, schreibt es vorne auf die Verpackung drauf und der Endverbraucher, der sich nicht so auskennt, denkt sich halt, oh, Acelainsäure ist aber nicht drin. Ne? Also sie haben es ganz geschickt gemacht mit Acelain-Sternchen, ne? Und wie beim Retinol eben auch. Aber das finde ich halt echt schade. Also die Nachtcreme habe ich noch in guter Erinnerung, habe ich jetzt letztens auch mal weiterempfohlen. Aber natürlich nie wieder nachgekauft, weil ich halt auch viele Sachen teste. Und ich persönlich würde mir einfach ein bisschen mehr Innovation wünschen. Sonnencremes für Hauttypen, für unterschiedliche Hauttypen. Boah, das wäre auch so eine Sache. Also, wenn da mal einer auf die Idee kommt, das wäre richtig toll, weil diese Sonnencreme, die sie da rausgebracht haben, ich brauche die gerade am Körper auf, so direkt nach dem Duschen, ist meine Haut dann doch ein bisschen trockener und da passt es dann ganz gut. Aber ich würde mir die nie wiederholen. Die ist einfach so schlecht. Es gibt bessere, es gibt wirklich bessere. Die ist nicht mal, naja, sondern die ist einfach nur fettig auf der Haut. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, die eben trockenere Haut haben, bei der die Creme halt geklebt hat. Bei mir, mein Hauttyp ist schwierig. Das weiß ich halt einfach. Ist halt nur mal Fakt, dass jemand mit einer fettigen Mischhaut mit Sonnenschutz halt einfach Probleme haben wird, besonders wenn man 50 oder 50 plus hat, dass das halt schon fettig werden kann. Das hängt halt einfach mit den Filtern zusammen. Aber kauft vernünftige Rezepturen ein, please. Also die letzte Zeit war durch Laufen von Naja-Sachen und ich muss auch gerade irgendwie an die Isana Sonnenschutzprodukte denken, die eben auch nicht gut waren. Und ich sehe mich halt nicht in der Verpflichtung, Produkte vorzustellen, die ich halt scheiße finde. Und irgendwelchen Hypes hinterher zu rennen, um das dann auch noch zu befeuern, finde ich schade. Ich werde wie üblich hier einfach weitermachen und Produkte vorstellen, die vorstellungswürdig sind. Aber wenn ich halt von vornherein schon weiß, wird es halt keine eigene Review mehr geben, sondern mehr oder minder irgendwie in Form einer Skincare-Routine das Produkt gezeigt. Aber das ist halt schade. Und das frustriert mich auch so ein bisschen, weil der Weg, den man anfänglich eingeschlagen hat, der war eigentlich ganz gut. Aber inzwischen hat man halt schon das Gefühl, so, da wird halt nichts mehr durchdacht, wird auch nichts mehr getestet irgendwie. Man kauft sich irgendwelche Formulierungen ein und die funktionieren dann nicht. Und das ist halt wirklich, 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 wirklich schade. Wie seht ihr die ganze Entwicklung in der Drogerie? Was haltet ihr von der Balea Expert-Reihe? Seid ihr auch so ein bisschen frustriert wie ich? Ich weiß nicht, man könnte so viel mehr machen und so viel besser machen, reine Öle rausbringen. Also man könnte halt wirklich das Game durchspielen und sich mal ein bisschen was bei den anderen Marken abschauen, die es so im Internet gibt, weil da gibt es schon richtig gute Sachen. Und wenn man das so ein bisschen befolgen würde und ein bisschen in die Richtung gehen würde, klar kriegt man das nicht für einen günstigen Preis hin, aber muss auch nicht. Produkte, die so ein bisschen mehrere Sachen intus haben, so Hautberuhigung etc., sind ja auch für Leute gut, die nicht so viel aufs Gesicht auftragen möchten. Aber hört mit diesen Hypes auf. Bitte. Also das ist Quatsch. Und dann bringt ihr Produkte raus, die halt wirklich nicht durchdacht sind. Was denkst du über das Thema? Schreib mir das gerne mal
unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.